So, und willkommen, Part Nummer 24. Ja, ich weiß, ihr lest es selbst, was für ein Part das ist. Das muss ich nicht immer sagen, aber das sage ich immer dann zu mir, weil ich nämlich jetzt mittlerweile... Warte mal, Sekunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, bedeutet, wenn ich fertig mit der Aufnahme bin, habe ich 8 Videos aufzunehmen, beziehungsweise 8 Videos zu... Wie heißt's? 8 Videos zu sortieren, und da ist es ganz gut. Akko, ich habe Hunger und schlechte Laune. Bram sagte mir, ich solle zu deinem Planeten kommen, um zu essen. Ich hoffe für dich, dass es fertig ist. Hier ist es, Herr Goliath, verzehrbereit. Dieser schmierige Guido hat sein Geschäft in gute Hände gelegt. Supi. Wunderbar. Ich habe im Moment keine Aufträge. Sprich beim nächsten Mal nochmal mit mir. Das ist cool. Jo, 88%. Das läuft. 78%. 73%. Ja, der muss mich besuchen kommen. Der muss mich echt langsam schnell besuchen kommen. Weil sonst geht es nicht wirklich weiter. Sonst bin ich nämlich irgendwann auch wieder in dieser Position, dass das ein bisschen stackt. Das gefällt mir nicht so gut. Ich will da jetzt nicht noch 1000 Parts reinsetzen oder irgendwelche Offscreen-Warterei-Geschehnisse abladen. Von daher, ja, wäre es schön, wenn es mal langsam hinkommen würde. Es läuft alles, So, im Moment keine Aufträge, das macht aber keinen, das macht aber keine Probleme. Nein, nicht zerstören! Bist du des Wahnsinns? Ich will doch meine Schäfchen nicht kaputt machen. So, Eicheln. Das ist super. Oh, das gab viel. Wunderbar, schön, freue ich mich. Jetzt muss ich eigentlich warten, bis der Locke vorbeikommt. Währenddessen kann ich eigentlich schon mal meine Larven umwandeln. Fische habe ich ja genug. Trotzdem. Die wachsen ja automatisch nach. Supi, supi dupi. Es wäre echt schön, wenn ich in diesem Part noch zur Moon reisen könnte, aber ich glaube, das wird nichts. Damit der Moon reisen könnte. Ich glaube, der wird auch nicht größer, ne? Na gut, solange die Pflanze so klein bleibt, ist alles gut. Ja, ein bisschen größer werden die schon noch. So, das läuft, das läuft, das läuft. Das ist fertig. Das ist auch fertig. Wunderbar. Das ist auch fertig. Okay. Ja, kann eigentlich jetzt nur noch pflanzen und hoffen, dass der Locke irgendwann vorbeikommt. Ich meine, was macht der denn die ganze Zeit, der Herr Locke? Den habe ich jetzt einmal nicht an meinem Planeten andocken lassen. Jetzt kommt er gar nicht mehr, oder was? Und was greift mich jetzt schon wieder an? Ich meine, ich will jetzt kein Schutzgebet einsetzen. Weil eigentlich sind die Monster jetzt nicht so schlimm. Und trotzdem. Wenn die halt nicht das droppen, was ich brauche, macht es halt keinen Sinn. Aber die geben gut XP, muss ich sagen. Auf der anderen Seite... werde ich mit der Moon wahrscheinlich sowieso auf Goliaths Planeten Wimmels von Monstern. Ah, super. Von daher macht es halt auch keinen großen Sinn, da jetzt auf irgendwas ewig zu warten. So, Locke. Im ganzen Universum gibt es keinen sicheren Ort mehr. Was ist los, Herr Locke? Warum bist du so wütend? Ich wurde mitten auf einer Reise im Weltraum angegriffen. Ein Piratenangriff? Nein, es waren keine Piraten. Es war ein düsterer kleiner Kerl mit einer Maske. Ja, den haben wir eigentlich schon besiegt.
Das ist das Problem. Normalerweise hätten wir den ganzen Kram storymäßig zu random. Ich konnte mich nicht verteidigen, war überhaupt nicht vorbereitet. Er stahl ein paar Bücher aus der Bibliothek. Dann verschwand er, bevor ich reagieren konnte. Waren die Bücher wertvoll? Es waren Weltraum, Atlanten, Koordinaten, Planetensysteme, langweilige Bücher. Aber ich kann nicht zulassen, dass so etwas noch einmal passiert. Ich mache einen Explosionstrank, damit kann ich ihn das nächste Mal fernhalten. Und du solltest auch einen brauen. Als Vorsichtsmaßnahmen, hier ist die Liste und Zutaten. Ich bringe dir bei, wie man ihn herstellt, wenn du alle hast. Vase. Okay. So, ja, Fliegenpilz, 2 von 3. Ich habe eigentlich alles. Pilze. Fliegenpilz, Fliegenpilz, wo bist du? Komm, der kommt so selten. Da, Fliegenpilz. Super, mach ich direkt. So, 73%, okay. Locke, ich hab alles. Mischen wir die Zutaten. Kabum, sei vorsichtig, schüttel ihn nicht zu sehr, sonst explodiert er. Oh, alles klar. Hab ich einen von denen? Labor, Explosionstrank, Vase, Fliegenpilz. Aber ich muss doch eigentlich von denen einen haben. So, was haben wir hier? Waren. Milch, Heiltrank, Gullivertrank. Nee, scheinbar habe ich keinen Explosionstrank. Na gut, dann kaufe ich nochmal einen. Muss ich den selbst brauen? Na gut, Explosionstrank, Vase und Fliegenpilz. Vase kann ich selbst herstellen. Das ist kein Problem. Wundert mich, warum? Der hat mir doch eben einen gegeben. Gullivertrank, Heiltrank, Unsichtbarkeitstrank, okay. Materialien, besonderes Status, nö. Giftige Flüssigkeit. Nee, na gut. Ich habe im Moment keine Aufträge, sprich beim nächsten Besuch. Jo, müsste was kommen. Von denen nehme ich noch ein paar Tränke, man weiß ja nie. Fliegenpilze. Ja, Fliegenpilze muss ich jetzt sammeln. Die verkauft, glaube ich, auch keiner. Und wenn ich den Explosionstrank habe, können wir endlich mit der Moon wegreisen. Und können dem Goliath mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Dass der mal aufhört, die Leute hier abzuklauen. Obwohl ich glaube, dass der... Er hat die Lilly kennengelernt und er will jetzt gar nicht mehr so böse sein. So, 60, 60, 60, 50. Okay, jetzt habe ich doch mehrmals gepflanzt als gewollt. Oh, macht aber nichts. So, mach's gut, Locke. Ich hab zu tun. So, Pflanzen. Pflanzen. Wunderbar. So, jetzt suche ich die zwei Pilze. Vielleicht sind es ja Fliegenpilze. Das geht ja einigermaßen gut. Ich könnte jetzt natürlich in den Planetenmodus wechseln und die Pilze suchen. Aber da wir sowieso aktuell ein bisschen Zeit hier haben, können wir sie auch manuell suchen. Weil so groß der Planet jetzt nicht. Hoffentlich hat man es nicht gehört, mein Magen knurrt. Aber ich will das Spiel jetzt auch endlich mal fertig haben. Ich bin jetzt gerade voll dabei. Merkt man auch wahrscheinlich. So, ja, Fragezeichen, 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 aber eigentlich, ja, da fehlt noch eine Sache, wenn das frei ist, hier habe ich alles frei, hier habe ich, zwei Sachen fehlen noch.
Hier habe ich alles. Okay. Regen ist eigentlich ganz gut. Das lässt Pilze sehr schnell wachsen. Wo regnet es denn? Hier. Einfach hier drauf. Super. Okay, 60, 60, 60. Melone noch einmal. Sollte reichen. Dann machen wir nochmal Kürbis. Einfach hier nochmal drüber. Na komm, Regen. Wunderbar. So, wie viel Kohle habe ich jetzt eigentlich? 5800, das ist okay. Können natürlich noch ein paar Blümchen verkaufen, dann würde ich ordentlich Asche machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, brauche ich nicht unbedingt. Obwohl ich die Lilly vielleicht nochmal rufen sollte, kann ich nochmal ein bisschen Saatgut kaufen von ihr. So, hier nochmal alles. Ich finde es ja echt cool, dass man den, mit dem linken Stick den Planeten drehen kann, mit dem rechten Stick den das andere Zeug hier. Das gefällt mir. Das ist ein cooles Gimmick. So, jetzt hat der Regen aufgehört. Konnte aber alles nochmal gießen. Ich brauche dringend diesen Explosionstrank. Dann kann ich nämlich mit der Moon weiterreisen. Oh, die Melonen brauchen viel. So, ja, Moon. Mäuschen. Was soll ich sagen? Melone passt. Ja, Kürbis halt. Jo. Ja, ich glaube, da eine Blume hinzupflanzen, war nicht gerade die schlauste Idee. Mach sie hier hin. So, du holst rum. Hey. Letzten Auftrag noch nicht beendet. Ich weiß, Bram, Locke und Goliath haben noch ein bisschen was zu tun. Aber eigentlich brauche ich nur noch ein paar Fliegenpilze, dass ich einen Explosionstank machen muss. Dann können wir nämlich einiges ganz schnell durchrushen. Also in einem Zug erledigen. Und dann würde das durchaus weniger. Ansonsten, ja, abgeschlossen, 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 abgeschlossen. Die vier fehlen noch. So. So, Blümchen. Bären noch. Die Moon kann ich ja manuell rufen, das ist nicht das Problem. Wir sind aber heute gut weit gekommen. Also eigentlich in dem Part. Aber ich nehme es mal an, ich sag mal einfach heute. Hätte ich nicht so viele Suppen gekocht. Das ist so ein bisschen ärgerlich, wenn du halt jetzt eine Sache brauchst, von denen du eigentlich genug hattest. Diese aber dann in... Ja, wenn ich jetzt nicht so viele Suppen gekocht hätte, um ein bisschen Kohle zu machen, wäre ich jetzt wahrscheinlich weiter. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Da ist noch ein Pilz. Das ist aber nicht der Pilz, den ich brauche. Och, Mann. Das ärgert mich jetzt doch ein wenig. Das ist etwas ärgerlich. Wundert mich, der hat mir doch eigentlich so einen Dingsbums-Trank gegeben. Deswegen wundert mich das gerade. Ich gucke nochmal ganz genau nach. Nö. Besonderes auch nicht, Status auch nicht. Ups, ich glaube, da habe ich mir Aua gemacht. Na gut.
Da hatte ich mich ein bisschen verschätzt. Da ist mir ein Meteor entweder aufs Haus oder auf den Kopf gefallen. Nein, wollte ich nicht. Zu schnell, zu viel gegessen. Ja, macht aber nichts. Das macht nichts. Ja, Bram, Gulliver, Goliath, Locke und Bram. Oder halt natürlich Pilze. Geh ich nochmal schlafen. Jo, wenn wir nicht so dieses Farmerlebnis hätten und alles so ein bisschen, wie heißt's? Wenn wir nicht alles so gefühlt, also wenn sich das alles nicht so gefühlt künstlich in die Länge ziehen würde, dann würde hier wahrscheinlich einiges schneller gehen. Das ist auch ein bisschen schade, finde ich. Dass sich das alles so in die Länge zieht. Das ist das Problem. So, nochmal Melonen. Ja, komm. Ist egal. Wo ist die Regenwolke? Hat sich der... Och, der Kürbis hat sich in einen Zauberkürbis, in einen Riesenkürbis verwandelt. Na gut, kein Problem. Zwei Pilzchen. Fliegenpilze wären super, dann könnte ich mir den gleich benutzen und im nächsten Part mit der Moon dann durchreisen. Ich befürchte aber nicht, aber ich weigere mich auch, das jetzt alles auszuschnippeln. Es läuft doch ein bisschen weiter pro Part. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir komplett stehen bleiben. Aber... So, das aufsammeln, da ist noch ein Pilzchen. Fünf Pilze? Das ist aber komisch. So viel hatte ich noch nie. Finde ich aber gut. Da muss bestimmt ein Fliegenpilz dabei sein. Da bin ich mir wirklich sicher. Ich meine, von allen Pilzen habe ich so viel. Nur nicht von diesem blöden Fliegenpilz. Das macht mir jetzt doch ein bisschen zu schaffen. Ich habe zu viel Blumen gepflanzt. Ich erkenne die Pilze nicht wirklich. Ich weiß nicht, wo die sind. Jetzt gehe ich nochmal in den planetaren Modus. Da ist einer. Da ist auch zwei. Oh, der dritte ist, habe ich noch nicht gesehen. Erstmal die zwei aufsammeln. Es ist doch unglaublich. Es sind wirklich die fünf Pilze und es ist nicht ein Fliegenpilz dabei. Das ist doch nicht wahr, oder? Das ist doch wohl nicht wahr, oder? Och, komm schon, Spiel. Ernsthaft? Jetzt, wo ich es mal brauche. Oh. Na gut, Bram. Machen wir beim nächsten Mal. Ne? Bis gleich. Oder bis später. Bis dann.